fällt natürlich erstmal dieses Gebäude da ins Auge. Ob das eine Kriegszerstörung ist? Das ist das Tragische an der Ukraine. Jetzt mal abgesehen hier von Odessa, so viel Kaputtes, da weißt du nicht, was hat der Krieg zerstört, was war vorher schon kaputt. Gediegene Frauenquote hier, lässt sich aushalten. Spannender Bikini, ha? Ein neuer Morgen in Odessa. Ich bin unterwegs zu den bombenschen Treppen. Es heißt, wenn man die nicht gesehen hat und sie nicht rauf und runter gelatscht ist, dann war man nicht in Odessa. Das sind sie nicht, das ist doch der Hinweg. Hotel de Paris. Und da geht's jetzt zu den Treppen. Ach, das ist aber auch schön hier. Strandboulevard. Es fällt natürlich erstmal dieses Gebäude da ins Auge. Ob das eine Kriegszerstörung ist? Weiß nicht, wie Raketentreffer aussehen. So ein Stück weit nehme ich denen das ja übel. In München würde man sagen, wenn du das Hofbräuhaus nicht gesehen hast, dann warst du nicht in München. Das ist was Schönes, was Angenehmes. Aber hier erstmal den ganzen Weg zu laufen, wahrscheinlich auch noch runter und nachher wieder rauf. Das ist wieder viel zu anstrengend. Gut, ich ergebe mich einem Schicksal. 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008. Hier ist auch was kaputt. Nee, die bauen einfach nur. Das ist das Tragische an der Ukraine. Jetzt mal abgesehen hier von Odessa, so viel Kaputtes, da weißt du nicht, was hat der Krieg zerstört, was war vorher schon kaputt. Nee, jetzt, oder? Das ist nicht euer Ernst. Jetzt bin ich den ganzen Scheiß runtergelaufen. Aber auf gar keinen Fall. Schießt einer auf mich, wenn ich hier einmal... Ey, was soll das denn? Das ist dann wieder Ukrainer-Logik. Ja gut, dann komme ich da wohl nicht weiter. Das fängt schon wieder gut an. Mein Ibiza Beach Club ist anscheinend da drin. Das ist der Weg zum Strand. Ja, und ich glaube, der wird auch gut. Bisschen algig das Wasser. Ithaca. Ithaca Beach Resort. Und dafür, dass wir gerade mal 14 Uhr haben, haben die hier ganz gut reingehauen, ne? Mit dem Bier.
Ich habe mir jetzt erstmal Mittagessen verdient. Nach dem nächsten Live-Video um 14 Uhr irgendwas. Die da gegenüber sieht so aus, als würde sie ein paar Toastbrot in Würfeln bestellen und die dann aufpicken. Und hier im Restaurant ist alles halbiert. Es sind alles runter minus 50%. Ne? Auch das scheint zu bestätigen, die haben hier gerade ein Thema mit Touristen. Und dabei ist das hier gar nicht so leer. Ne? Ja, kann man das sehen, die Lippen von ihr. Und an alle, die jetzt sagen, sag mal Roman, du isst aber irgendwie jeden Tag dasselbe. Da kann ich nur vehement erwidern. Jawohl, stimmt, schmeckt mir auch. Ithaca Beach Club. Ist jetzt ein bisschen kinderlastig, aber allgemein ist er mir sympathischer als das Ibiza gegenüber. Übrigens kein Eintritt. Jetzt brauche ich einmal Schatten und Naschlöcher. Gediegene Frauenquote hier. Lässt sich aushalten. Spannender Bikini, ha? Hab mich jetzt nach anderthalb Stunden aus dem Ithaca Beach Club verabschiedet, weil sie mir nicht ein Getränk angeboten haben. Fand ich ja anfangs noch cool. Hatte ja 3 Bier schon beim Mittagessen. Die können sogar noch mehr hier, ne? Man darf sich ausmalen, was dann hier am Wochenende los ist. Mann, ist das ein Leben hier. Also strandparty-technisch ist das das Geilste, was ich jemals gesehen habe. Das ist Platz 1 und Platz 2. Dann kommt lange Zeit gar nichts. Dann kommt nochmal das da. Ich fand ja schon diesen Goldstrand dort hier mit Ballermann 6 und den ganzen deutschen Mallorca-Fakes da, fand ich ja schon lustig. Aber hier hast du ein super Hofniveau bei geilen Preisen, so viele hübsche Mädels. Ey, was willst du mehr, ey? Dennoch geht es zu mich zurück. Sind ein paar Wolken aufgezogen. Ist jetzt nicht mehr unbedingt Strandwetter. Will noch ein bisschen was fürs Business tun, aber hey, das hat sich sowas von gelohnt. Max, danke für den Tipp. Coming soon, coming soon, coming soon, coming soon. Ja, und was kommt denn da bald? Das schwedische Konsulat. Also die Schweden scheinen auf Odessa zu setzen für die Zukunft. Ne? Geldautomat habe ich gefunden, bin wieder viele Zettel reicher und zurück in diesem herrlich authentischen Restaurant. Gibt für mich heute einen Borscht mit Knofi, die Gemüsegrillplatte kommt noch und das ist Kvass. Kvass ist ein Brottrunk, der noch so am ehesten an Malzbier herankommt.
Muss ich auch nicht jeden Tag haben, aber muss auch nicht jeden Tag Bier trinken. Deswegen mal zur Abwechslung.